Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. Ja. So, und du? Ist der Kaffee noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Oh mein Gott. Mäuschen. Ich auch heute, ne? Ich bin echt richtig müde noch. Mhm. Richtig müde. Ich bin müde. Müde. Aber so ein Käffchen macht ja so ein bisschen munter, ne? Genau. Und so, wenn ich dir dann noch ein Brioche überreicht, dann... Oh, guck mal. Guck mal, die Kleine, die Sonne ja. geht auf. Leidenschaft, Leben, pulsieren durch meine Venen. Oh Mann, du. Das ist so einfach. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ja, moin. Wir haben wieder so schöne Zuschriften bekommen. Komm, vielen, vielen Dank. Mhm. Es ist eine Freude. Wirklich, finde ich so süß. Ach so, wer hat uns geschrieben? Das fand ich so reizend. Ich habe da so ein scheiß Namensgedächtnis. Dass wir mit unserem Podcast irgendwie die Welt so ein kleines bisschen besser machen. Ja. Also das finde ich ganz reizend. Vielen Dank. Ja, das ist schön. Dann weiß ich endlich, warum ich mich früh morgens aus diesem kuscheligen, unglaublich wundervollen, sich um meine zarte Figur schmiegenden Federn quäle. Hörst du hier irgendwelche Widersprüche? Nein. Ach ja, und ich habe eine Bekannte aus der Schweiz. Mhm. Sie weiß, wen ich meine. Ich viele Grüße. Schöne Grüße aus in die Schweiz. Ich kann leider diesen Dialekt nicht so richtig, aber es ist wunderbar. Und sie hat gesagt zu mir, das finde ich so reizend, sie hat gar nicht gewusst, dass Psychologen so normal sein können. Oh Gott. Also, jo, lieben Dank und lieben Gruß an die in die Schweiz. In die Schweizer Grüße. Ja. Ach, das ist süß, ne? Jo, das ist niedlich. So, und ich meine, sie kennt uns ja nicht näher. Komm, nun nicht die Illusion hier vertan. Dann haben wir ja die erste Folge Terathil hinter uns gebracht. Und auch da, echt, wir verspringen das mal Lob. Ne? Also vielen Dank auch da für die vielen tollen Kommentare und dass einige auch so froh waren, dass Terathil wieder weitergeht. Und immer mit wünschen uns viel Glück und ja, immer mit Boss. Das ist toll, ne? Das macht so viel Spaß, also so viel Rückmeldung. Das, ja, jo, und wir lesen die auch. Wir lesen die alle. Ich komme nicht hinterher, alle zu beantworten. Mhm. Weil Annika ist ja so ein Facebook- und Co-Muffel, ne? Ja, aber daher habe ich ja diesen wunderbaren Gatten. Ja, beiß doch nochmal ab, Annika. Ja, der mir das alles vorlesen muss. So. Ja, Tillys Märchenstunde, ne? Tillys kleine Märchenstunde, ganz toll. Ja, ganz süß. Aber ansonsten, ich fand irgendwie die Woche echt... Anstrengend. Und erschütternd. Erschütternd. Und ich habe so, überlegt, worüber wir heute reden können. Und ich habe so drei Themen zur Auswahl, die mich wirklich letzte Woche echt beschäftigt haben, aufgeregt haben. Das ist Nummer eins. Hallo, der Papst sagt, oh, wenn du merkst, dein Kind hat vielleicht irgendwelche schwulen Tendenzen, geh mal fix zum Psychiater mit dir. Das wurde nachher relativiert, ich weiß, und er hat es mal wieder nicht so gemeint, aber wo leben wir denn? Das kann ja nicht angehen. Also wir Psychologen haben leider Gottes noch sehr, sehr lange tatsächlich in diesem Verzeichnis für Krankheiten leider Gottes immer noch viel zu lange gesagt, ja, Homosexualität sei eine Störung in der Sexualität. Ist Gott sei Dank jetzt passé? Nein, es wird keiner mehr, kein seriöser Psychologe oder Psychiater sagen, du hast jetzt irgendwie ein psychisches Problem, weil du schwul bist. So. Natürlich nicht. Und jetzt rückt der Papst Du musst kurz erklären, es gibt also eine Auflistung oder eine Liste. Genau. ICD-10 beziehungsweise jetzt ICD-11 heißt das. Und da sind alle? Ja, alle psychischen, aber auch körperlichen Erkrankungen drin. Aufgelistet, ja. Aufgelistet und jede Erkrankung, die da aufgelistet ist, da kannst du dann auch sagen, okay, mit der Diagnose hast du auch ein Anrecht auf Behandlung und da sagt doch die Krankenkasse, okay, ist behandelbar. Also, das sind anerkannte Diagnosen. Genau. Und es gibt viele Diagnosen, die da nicht drinstehen, wie zum Beispiel Burnout oder sowas. Weil das so ein bisschen aber so ist der Stand im Moment. Also ob wir das jetzt doof finden oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt. Das ist einfach nur, um zu erklären, was das eigentlich ist, worüber man immer redet. Anerkannte Krankheit, das ist immer dieses Ding. Also wenn ihr euch krank schreiben lassen müsst,
dann steht da immer so eine kleine, so eine Ziffer, so F.63.7. Und das googelt ihr dann mal und dann wisst ihr, was ihr habt. Mhm. Das sind so die Verklausulierungen. So, aber das war so mein erster Aufreger der Woche. Ja, furchtbar. Also der war auch echt daneben. Mhm. Ich habe immer gedacht, dieser Papst ist so aufgeschlossen. Haben wir auch gedacht. Ja. Aber dann so, und ein zweiter Aufreger der Woche, das heißt Aufreger, ich wusste schon lange, dass Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen, also deren Eltern Grundeinkommen beziehen, also Hartz IV beziehen, dass die vermehrt psychisch und körperlich krank sind. Gab es da jetzt eine Studie? Gab es eine DRK-Studie der Krankenkasse, und da kam raus, dass also Kinder, die unter solchen Verhältnissen dann aufwachsen, dass sie zum Beispiel vermehrt adipös sind, also vermehrt dick sind, fettleibig sind. Ja, habe ja früher selbst mit diesen Kindern gearbeitet und auch ein Programm mitentwickelt gegen Dicksein im Kindesalter, aber das ist leider tatsächlich so. Heißt nicht, dass es gibt natürlich auch Kinder, die Eltern haben, die einen Job haben, die auch dick sind, aber es vermehrt. Kinder haben vermehrt Asthma zum Beispiel und auch andere körperliche Gebrechen. Das heißt, wobei Asthma immer so ein bisschen psychosomatischen Hintergrund haben kann. Genau. Riesenthema, können wir vielleicht ein anderes Mal drüber schlagen, habe ich jetzt echt keine Lust. Aber du reißt es an. Also ja. Dann kannst du ja kurz sagen, was du meinst. Also es ist so, dass diese Woche diese Erkenntnisse oder diese Studien oder was dazu gesagt wurde. Und dann? Die wurde veröffentlicht, so, und dann das ist ja alles schlimm. Und das weiß ich aus der Erfahrung eben mit der Arbeit mit adipösen Kindern und auch deren Eltern. Meine Güte, wenn du wirklich ganz wenig Geld hast, Und gerade die Eltern als Vorbildfunktion essen dann vielleicht auch, und zwar Essen als Ersatz. Wenn schon sonst irgendwie nichts hinhaut im Leben, dann haust du dir eben halt irgendwelche fettigen Sachen rein, weil die schmecken und sie stopfen die Seele letztendlich. Mhm. Sie stopfen so ein bisschen diesen Frust auch. Es wird sich dann auch zu wenig bewegt, werden mehr vor der Glotze oder vor dem Computer gehangen, all diese Sachen. Weil ja auch mehr Zeit da ist und weil natürlich die ganze Situation ja auch ein bisschen verteilt ist, denn um in dieser Gesellschaft etwas zu machen, brauchst du eigentlich erstmal ein bisschen Geld. Ja, ja? Und so. Damit du gerade als Kind, wenn du nicht die richtige, ist immer noch so, wenn du nicht die richtigen Klamotten, nicht das richtige Handy hast und so, bist du ganz schnell außen vor. Was dich also daran, weil ich weiß ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, was dich an sowas ja auch immer ärgert, ist, dann kommt so eine Studie raus und sofort kloppen ja denn so die Medien immer rein, ne? So Hartz IV, ne, ist ja klar, sitzen alle vor der Glotze und futtern Pizza oder irgendwie so. Genau. Und da greifen wir ja alle richtig in die Klischeekiste, weil so einfach ist das alles nicht. Ja. Es ist nämlich wesentlich komplizierter. Das ist immer, anstatt dann darüber nachzudenken, wie man da ansetzen könnte, ne? Wie man zum Beispiel vernünftige Bewegungsprogramme oder sowas macht. Natürlich gibt es sogenannte Scheine für irgendwelche Sachen, also dass Kinder zum Beispiel Turnverein oder sowas gehen können und so. Recht kompliziert, bürokratisch, ohne Ende. Hallo, ich war damals auch ein dickes Kind und meine Eltern waren ganz normal. Ja, das sowieso. Ich habe Turnvereine gehasst. Natürlich. Ich fand das scheiße. Mhm. Und ich kann mich noch gut an das Gefühl erinnern, wenn es darum geht, so, in der Schule Fußballmannschaften wurden dann so gewählt. Und ich dann immer so als Letzter, ne? Naja, wer denn den Thiel dann kriegt, der, was und weiß ich immer, denn, ne? Leute, ihr müsst euch vorstellen, dann stand der kleine, blonde, moppelige Michael alleine am Spielrand und hat geweint. So ist es. So, so okay. War das. Also, ganz traurige Geschichte. Nein, also das ist ein Aufreger. Und dazu auch, da möchte ich wirklich so eine platt extra, ist. Ich möchte da eine extra Geschichte draus machen, weil es ist auch zu platt. Was sagen die wieder? Ihr müsst euch mehr bewegen und ihr müsst vernünftig essen. Ja, aber was ist vor allen Dingen gesagt? Das wissen aber schon vor 20 Jahren, vor 30 Jahren schon. Das müssen wir alle. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent alle mopsig sind und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Diese Brioche in köstlich mit dem Pflaumenmus. Woran wohl die Funde zu viel liegen? Wieso hat das Kalorien? Ist doch Obst. Pflaumenmus ist Obst. Selbst gemacht. Nein, aber so eine Studie ist ja wieder so ein richtiger,
Was heißt denn das, wenn zum Beispiel dort vermehrt psychische Probleme auftauchen? Ja, dass die Situation schwierig ist. Insgesamt ist die Situation schwierig. Ne? Der Halt, jetzt kommen wir wieder zu meinen Bindungen, hatten wir ja schon mal in einem Frühstück bei uns. Diese sicheren Bindungen, die du auch brauchst, auch als Kind, um dich wohlzufühlen, um dann eben nicht Essen als Ersatz, Essen aus Frust. Genau, das ist ja eine Spirale, das Ganze, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und das ist dann mir immer viel zu billig und viel zu einfach und wieder auf die Kinder und auf die Eltern zurückgeschoben. Kauft vernünftig ein, esst vernünftig, kocht vernünftig, ja, stimmt. Und dann bewegt euch mehr. Also mehr fällt dir nicht ein. Wenn du mit diesen Eltern und mit diesen Kindern arbeitest, dann musst du erstmal vom hohen Ross runterkommen, weil die sagen sonst auch, komm, du studierter Psychologe, kannst mich gern haben, dir geht's gut und so. Du musst also versuchen, und das hört sich pathetisch an, aber ich meine es wirklich so, du musst deren Herzen erreichen. Du musst auch merken, du meinst es gut mit denen und kommst nicht eben mit dem erhobenen Zeigefinger. Und das, liebe Kollegen, Psychologen oder wer auch immer da so rumwurschtelt, alle Ehren wert, wer sich da engagiert, aber da muss man anders rangehen. So. Das gilt aber eigentlich für alles so. Dieser erhobene Zeigefinger bringt gar nichts. Nee. Der macht eher noch mehr Frust. So, das ist also mein zweiter Aufreger. Und dann kommen natürlich ganz aktuell die ganzen Geschichten rund um Chemnitz. Kann man nicht dran und will ich auch nicht dran vorbeigehen. Und da war gestern, ich hab das so ein bisschen verfolgt, so online, da war gestern richtig Ausnahmezustand in Chemnitz. Also da waren, ich glaube, 4.500 rechte Demonstranten der Organisation Pro Chemnitz, so heißen die. War jetzt am Freitag? Am Sonntag. Also gestern. Jo, genau. 4.500 und dann sind nochmal flott, viereinhalbtausend von diesen Pro Chemnitz und AfD. AfD und Pro Chemnitz haben sich dann zusammengerottet und dann entsprechend auch noch 4.000 Gegendemonstranten. Und letzter Stand für mich war, da waren irgendwie 11 Verletzte, aber die Polizei hatte richtig zu tun gehabt. Da war richtig viel Gewalt, richtig viel Aggressivität. Und da denke ich auch, sag mal, wo leben wir denn hier? Was soll der Scheiß denn? Und das ist vielleicht ein Thema, das würde ich doch dann beschnacken, Richtung Aggressivität, Gewalt. Liegt das in uns Menschen drin? Ist das angeboren? Was kann man dagegen machen? Was hältst du davon? Wollen wir darüber mal schnacken? Schnack mal, ich erst noch ein bisschen Brioche. Ich habe den Mund voll. Nein, aber es ist ja wirklich etwas, ich glaube, das beschäftigt uns alle irgendwie im Moment. Aber nicht nur deshalb, weil ja jetzt in Chemnitz so viel passiert, sondern weil jeder von uns irgendwie in letzter Zeit öfter mal irgendwo so ganz winzige Kleinigkeiten erlebt, wo mal so ein bisschen angepisst wird oder so ein bisschen unfreundlich. So dass ich höre das immer öfter, diesen Spruch, das Klima wird kälter. Die Leute sind aggressiver. Es werden mehr Ellbogen eingesetzt. Dieses Miteinander, fürsorglich, so ein bisschen sich freundlich geben, das scheint immer mehr aus der Mode zu kommen. Aggressivität scheint immer mehr um sich zu greifen. Dieser raue Ton. Und das ist ja etwas, das darf man nicht zulassen. Eine Gesellschaft muss nicht weichgespült sein. Eine Gesellschaft muss auch die Dinge, die sie haben will und wie sie selber aussehen soll, das muss sie natürlich formulieren. Und das Recht zu protestieren oder zu demonstrieren ist natürlich da. Was mich, und ich meine, wir sind nun als junge Leute dauernd protestieren gegangen. Sagt ja du, Brockdorf und all diese Geschichten. Aber wir waren absolut nicht gewaltbereit. Nee. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Nee. Wenn man hier Kriegsdienstverweigerer, Zivildienstleistender. Anderthalb Jahre damals noch. Ne? Junge Leute wissen das gar nicht mehr. Habe ich mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet in einer großen Anstalt. Hieß auch damals Alsterdorfer Anstalt in Hamburg. Ja. Was ähnlich ja sinnvoll ist wie ein soziales Jahr oder sowas. Ist ja eine gewisse, also alle Leute, die sowas in der Richtung machen, die da in diesen Bereichen arbeiten und so, überall Hut ab. Ne? Und auch Menschen, die jetzt bei der Polizei oder Zoll oder wo auch immer arbeiten und mit wirklich auch mit solchen Ausnahmezuständen klarkommen müssen oder mit aggressiven Menschen irgendwo. Das kann jeder Polizist sein, der einen aggressiven Autofahrer begegnet oder
ein Zollbeamter, der irgendwo etwas kontrolliert und schon wieder angepisst wird. Mhm. All diese Leute, Hut ab, Hut ab. Ja. Ne, die haben echt Nerven, müssen sie haben. Und wenn die ihren Job immer noch freundlich machen, wirklich gut. Ne? Aber wo sind denn, wo kommt das denn nun eigentlich her, diese Gewaltbereitschaft? Das ist immer die Gewaltbereitschaft. Und überhaupt, was bedeutet Aggressivität? Da haben die Psychologen schon ewig drüber nachgedacht. Ich habe mal eben gegoogelt, es gibt tatsächlich einen Briefwechsel, muss ich auch mal vorstellen, zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud, 1933. So. Mhm. Und die haben sich genau mit dem Thema beschäftigt. Und Einstein hat so Freud gefragt, sag mal, denkst du, das gibt so einen angeborenen Aggressivitätstrieb oder sowas? Was hältst du denn? Was sagst du dazu? Und ich zitiere das jetzt mal, weil es ist spannend. Wohlgemerkt, 1933, ne? 1933, genau. Haben die Nazis gerade die Herrschaft übernommen. Jo, ne? Also gerade an die Macht gekommen. Also Albert Einstein schrieb dann an Sigmund Freud, und jetzt zitiere ich mal, sie verwundern sich darüber, dass es so leicht ist, die Menschen für den Krieg zu begeistern und vermuten, dass etwas in ihnen wirksam ist, ein Trieb zum Hassen und Vernichten, der solcher Verhetzung entgegenkommt. Wiederum kann ich Ihnen nur uneingeschränkt zu beistimmen. Wir glauben an die Existenz eines solchen Triebes und haben uns gerade in den letzten Jahren bemüht, seine Äußerungen zu studieren. Das war 1933. Sage ich jetzt mal gleich vorneweg, da ist die Psychologie vollkommen jetzt in eine andere Richtung, Gott sei Dank, geschwenkt. Also es gibt keinen angeborenen Aggressionstrieb oder so etwas. Konrad Lorenz kennst du auch noch, ne, aus dem Biounterricht, ja, mit den Graugänsen und sowas. Mhm. Ne? Konrad Lorenz war der Meinung, es gibt so ein Dampfkesselprinzip. Das heißt, wenn du frustriert wirst, wenn du sauer wirst und so, dann erhöht sich innen drin bei dir der Druck, so wie so ein Dampf im Dampfkessel, und dann buff, dann explodierst du und dann haust du jemanden eins auf die Nase oder machst sowas. Auch davon ist man heutzutage weg. Was glaubt man denn heutzutage? Erstmal noch Dampfkessel, da war dann immer so die Sache, dann im Jugendzentrum werden dann Boxhandschuhe verteilt und dann können die in der Hoffnung, die Aggressivität wird dann runtergefahren. Entschuldigung, muss mal aufstoßen. Das Gegenteil ist der Fall. Zum Teil wird die Aggressivität dadurch noch mehr gesteigert. Also das heißt, heutzutage weiß man, Dampfkesselprinzip funktioniert gar nicht. Aggressionen ist eigentlich schon im Menschen in gewisser Weise angelegt, wenn du etwas erreichen willst oder wenn du zum Beispiel als Baby, gutes Beispiel von einigen Psychologen, die sagen, wenn ein Baby Hunger hat oder irgendwas haben will, dann fängt es an, sauer zu werden, dann fängt es an, aggressiv zu werden. Ja, wenn es das nicht bekommt. So, genau. So, nochmal zurück, also ich verstehe gerade Bahnhof. Mach nichts. Frag mich. Dampfkesselprinzip, das geht doch nicht von außen. Das bedeutet doch nur, ich werde immer mehr gereizt und irgendwann Dampfkessel, Überdruck, es explodiert. So ist die alte Erklärung von Konrad Lorenz. Ja, aber das gibt's doch. 60er, das weiß ja, jeder das von uns. Ha. Ja, aber nein, das kennst du doch. Also einmal in den Ausverkauf, ne? Bitte. Also jede Frau kennt das nun mal. Ja, ne? Ich kenne keine. Ja, schade. Dir entgeht was. Also, du möchtest unbedingt im Ausverkauf die Billigartikel haben. So. Ja. Und du stehst da morgen schon vor den Türen. Wieso, du kennst das bei Apple hier oder sonstigen Elektronikgeräten so. Und, ja. Ne? Ja. So, und dann geht das los. Und dann wird geschubst und dann wird geschubst und nochmal kriegst du einen Ellbogen und nochmal und der Schlüpfer deiner Wahl und überhaupt. Der Schlüpfer. Willst du noch einen Brioche haben? Na, klasse. Gibst du mir eine Hälfte ab? Ja. Ich soll dir jetzt auch noch was abgeben. Bitte. Nee, du, das macht mich so aggressiv. Ich will dich aber nicht unter... Nein. Futterneid. Ja, Futterneid. Dann wie unter einem Dampfkessel explodiere ich dann. Hier, nimm hin. Guck mal. Dann wird immer noch geschubst und du merkst langsam wieder eine Aggressivität. So, oder irgendwo anders, wo viele Menschen sind. Es wird immer noch mal gerempelt, geschubst und du kriegst langsam so richtig... Ne? So, ja. Und dann klingelt ständig dein Telefon noch und dann wird noch irgendwie, kommt noch irgendwas dazwischen und irgendwer hat noch Mist gebaut und alles Mögliche und du kriegst auch noch eine Erkältung und dann merkst du, wie so langsam der Siedepunkt hochgeht. Ist das nicht ein Anstieg auch ein möglicher Anstieg von Aggressivität? Ja, und dann sagt aber verkehrterweise dieses Dampfkesselprinzip, dann öffnet sich der Deckel, du explodierst
und danach geht's dir gut. So ach sagen so. Die. Und das ist Schwachsinn. Danach geht's dir in der Regel nämlich gar nicht so gut. Es sei denn, du bewegst dich zum Beispiel, um diese ganzen Stresshormone abzubauen. Naja, also das spätestens, wenn du dann den Tresen zusammengeschlagen hast und wirst abgeführt, geht's dir nicht mehr gut. Das ist doch Blödsinn. Also, das haut nicht mehr hin. Heutzutage ist die psychologische Sichtweise mehr lernpsychologisch. Das heißt, es gibt so etwas, nehmen wir wieder unser Baby, eine Veranlagung zur Aggressivität. Mhm. Das mag sein, so, aber nicht jeder, das wissen wir, ist jetzt aggressiv. Gleich also aggressiv. Oder gleich aggressiv und so weiter und so fort. Das heißt, es kommt viel, viel mehr dazu. Es gibt bestimmt eine gewisse Temperamentsveranlagung. Mhm. Das wissen wir. Ne? Also Temperament ist schon genetisch oft bedingt. Und dann gibt es eben Menschen, die leicht irritierbar sind, leicht nervös sind, leicht aufbrausend sind, die dann auch tatsächlich schnell so Habib-Männchen-mäßig in die Luft gehen können. Wenn aber sie da frustrieren. Gehört doch auch dazu, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber da gehört doch auch dazu, dass du in den ersten Jahren so entsprechend geprägt wurdest. Oh, danke, Annika. Nicht nur geprägt, prägt es wieder Konrad Lorenz. Jetzt bin ich ein bisschen pingelig. Also, dass du. Dass du zum Beispiel. Mit dir zusammen zu ja, leben. Nützt ja nichts. Guck mal, jetzt werde ich langsam wach. Jetzt werde ich wach. So. Ja, Mann. Gib mir noch einen Kaffee. Ich bin noch nicht so weit. Ja, mach mal. Erklär mal weiter. Halt mal deine Vorträge. Ja, ich liebe das. Ich schlafe noch ein bisschen. Nein, ganz wichtig ist, lern am Modell. Das heißt, wenn du zum Beispiel Eltern hast. Oder sonst wie irgendwelche Bezugspersonen, wo du auch lernst, okay, wenn die aggressiv sind, so und so, das ist erstens legitim und zweitens bekommen die dann womöglich das, was sie haben wollen. Lernen am Modell, lernen am Erfolg. Also du kriegst den Trecker, du kriegst so, wenn ich jetzt, gibst du mir jetzt endlich das Pflaumenmus und ich roll dir mit den Augen und ich krieg das Pflaumenmus, dann habe ich dran gelernt, ich roll mit den Augen und werde laut und kriege mein Pflaumenmus. Darum, Leute, für Anfänger. Darum schließe ich das Pflaumenmus immer weg. Weil Tilly mit gerollenen Augen, das muss ich echt nicht das oft ist, haben. Das sieht ganz gefährlich aus. Mm. So. Mm. Also dieses Lernen am Modell und die verschiedenen Lernformen, das ist heutzutage, wo auch die Forschung in Richtung Aggressivität immer mehr dahin geht. Aber es ist klar, dass es ganz unterschiedliche, wie soll ich sagen, Stufen von Aggressionsbereitschaft gibt. Es gibt ja Menschen, die werden in ihrem ganzen Leben nicht laut. Und auch in Stresssituationen oder so sehen die keinen Sinn in der Gewalt. Oder das kann manchmal ein Entschluss sein. Mhm. Also ich würde das mal so einen Gandhi-Effekt nennen. Mhm. Es kann aber auch einfach sein, dass es nicht in der Person liegt. Mhm. Und da haue ich jetzt einfach einen raus. Ich glaube, dass Frauen und Männer unterschiedlich aggressiv sind. Oh. Es gibt diverse Männer, die ich kenne, die nicht aggressiv sind. So, einer sitzt vor dir. Ja, das stimmt. Du bist absolut kein aggressiver Mensch. Nee. Ich kenne auch andere, die absolut nicht aggressiv sind. Ja. Ich kenne aber auch viele Frauen, die nicht aggressiv sind. Und ich würde sagen, die Mehrheit eigentlich vieler Männer ist aggressiver veranlagt. Hm. Und die Mehrheit vieler Frauen eher zurückhaltender in der Richtung. Ich mag das gerne mal an einer Geschichte festmachen. Ja. Es waren immer Horden von Männern, die irgendwo unterwegs waren. Es gab immer irgendwo auch einzelne Kriegerinnen, aber das Gros, was sie aufeinander losgestürmt ist, sich gegenseitig umgehauen hat, das waren Männer, Armeen. Es gab immer Heerführer. Wenn du die Geschichte durchgehst, welche aggressiven Heerführer es gegeben hat, mit welchen Mitteln, welche Ideen die hatten, was Krieg und Kriegsführung angeht, alles im männlichen Bereich. Mhm. Frauen sehe ich da eher immer so als Leidtragende der ganzen Geschichte. Es gibt immer Mitläuferinnen, keine Frage. Aber das Gros bestand eher aus den Müttern, die um ihre Söhne geweint hat. Ich weigere mich bis heute. Ich bin wirklich jemand, der sehr emotionalisch denkt, aber auf dem Sektor gehe ich nicht weiter. Also da glaube ich einfach, dass es einen Unterschied gibt. Sonst wären Männer nicht immer so gewaltbereit. Immer wieder gibt es Schlägereien und Hooligans. Es ist hauptsächlich sind es Männer.
Es sind Männer. Ich habe, und ich weiß nicht mehr, ich müsste nachgoogeln, bin ich jetzt aber zu faul zu. Ich habe vor langer Zeit mal gelesen, dass wenn du ein männliches Gehirn in einen Computertomographen steckst, also in diesen Gehirnscanner, dass der Teil des Gehirns, der für Aggressivität zuständig ist, im Ruhezustand schon bei Männern mehr feuert, also mehr aktiv ist als bei Frauen. Dazu? Also das ist, ich kann es jetzt, ich würde so gerne, ich gucke da auch nochmal nach, vielleicht kriege ich das auch irgendwie raus. Und das würde dem entsprechen, was du sagst, dass Aggressivität eigentlich mehr eine Männerdomäne ist. Dazu kommen die Hormone, Testosteron, Adrenalinausschüttung, also es hat viele Geschichten, die dazugehören. Ja. Stimmt. Bis hin zur körperlichen Fitness und Körperbau. Aber auch da wieder lernen am Modell. Also denk dran, trotz all dem, wenn du als Junge mal dich gebolzt hast oder du kommst mal mit, weiß ich nicht, mit einem aufgeschlagenen Knie oder Lippe nach Hause, du wirst wahrscheinlich wesentlich weniger, immer noch weniger Ärger bekommen, als wenn du als Mädchen jetzt mit einem blauen Auge nach Hause kommst. Tja, aber, aber das kommt immer auf die Voraussetzung. Es kommt auch auf die klischeehafte Reaktion der Umwelt an. Hast du als Mädel irgendwie sowas? Geht eigentlich fast klischeehaft die Hälfte deiner Umgebung davon aus, dass irgendein Junge dir wehgetan hat? Wenn du als Junge nach Hause kommst, geht die Hälfte deiner Leser immer davon aus, dass ein Junge dir wehgetan hat. Da haben wir wieder das Gros an männlichen Sachen. Aber das Mädel ist in irgendeiner Form immer eher als Opfer gesehen, während man bei dem Jungen oft vermutet, dass er vielleicht selbst der Aggressor war oder zumindest in eine Prügelei geraten ist, mitgeprügelt hat. Ja. Das Mädel ist automatisch das Opfer. Es gibt nicht so viele, es gibt auch, natürlich gibt es Mädchengangs und natürlich gibt es, gibt es aggressive Mädels und na klar, es nimmt auch zu, je mehr die Rollen aufweichen, umso eher ist das möglich. Trotzdem ist es immer noch so, dass bei solchen Schlägereien, wie jetzt eben auch in Chemnitz, doch hauptsächlich Männer aufeinander losgehen. Also wir halten mal fest, schon mal für mich auch, es gibt eine Grundausstattung zur Aggressivität in jedem von uns. Also es gibt die Möglichkeit oder die Veranlagung dazu, sage ich mal. Aber die Veränderung, das heißt nicht, dass du jetzt, es ist dann individuell sehr unterschiedlich, ob jetzt diese Veränderung auch tatsächlich ausgeübt zum Tragen kommt oder nicht. Ob das so ist oder nicht, hängt zum einen wirklich von der Umwelt ab, in der du aufwächst. Lernen am Modell, lernen am Erfolg. Hast du oft gelernt, Aggressivität, da bekomme ich was, dann wirst du dieses Verhalten einfach auch öfter zeigen. Wenn du aber vielleicht aufgewachsen bist, wo Menschen sagen, nee, komm, wir schnacken, wir reden, hauen ist hier nicht angesagt und du bekommst unter Garantie nichts. Wenn du jetzt hier so aggressiv irgendwie was haben willst, dann war es das mit dem Lolli, mit dem Trecker, mit sonst wie was. Also das heißt, Aggressivität, ob du zu dieser aggressiven Gruppe gehörst oder nicht, ist höchst individuell. Unterschied ist, was wir eben gesagt haben, dass wahrscheinlich Männer ein Stück weit mehr dazu neigen. Ja. Und was ich eben mit dieser Forschung, dass wahrscheinlich das männliche Gehirn tatsächlich, was Aggressivität angeht, ein bisschen vorgeschädigt ist. Aber nun haben wir ja, und dazu kommen dann aber im Laufe des Lebens ja noch einige Sachen, die dann diesen Automatismus ja noch irgendwie verdrängen bzw. unterstützen, je nachdem. Je nachdem, wie dein Lebensweg ist, beschäftigst du dich vielleicht mehr damit. Oder du fühlst dich zunehmend frustriert, wie es ja bestimmt in Chemnitz auch der Fall war. Frustriert, zurück, hilflos. Das sind immer Voraussetzungen für Aggressivität. Man denkt ja immer, Wut und so weiter, das ist etwas sehr Aktives. Aber es kommt eigentlich immer eher aus diesem Gefühl von Hilflosigkeit heraus. Die meisten Männer zum Beispiel, die Frauen schlagen, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, sind ja Leute, die, würden sie an Stärke geraten, überhaupt sich nicht wehren wollen. Die treten nach unten. Ach so. Verstehst du? Sie nutzen sozusagen ihr Macht, ihre körperliche Überlegenheit aus. Nein, das brauchen sie, um als
ne, so um sich besser zu fühlen, um ihre Macht zu fühlen. Sie prügeln Schwächere. Dieses nach unten treten, das ist ja sowieso sehr weit verbreitet bei dieser ganzen Aggressivität, dass es sehr oft nach unten geht, also in Richtung derjenigen, die sowieso schon auf dem Boden liegen, die sowieso schon mal getreten worden sind, die schwächer sind. Das ist ja auch viel einfacher. Ja. Und ungefährlicher. Ungefährlicher. Und das zeigt wieder auch die Feigheit solcher Aktionen. Deswegen auch dieses, nehmen wir wieder Chemnitz, dieses Auftreten dann in Massen, in Großen. Ist ja sowieso interessant, wenn Aggressivität und Brutalität und Gewalttaten so in Gruppen denn auftreten, wie da eben auch passiert. Zum einen pushen die sich natürlich gegenseitig hoch. Ich denke an die fürchterlichen Bilder, dass da wirklich junge Kerle wieder den Hintergruß zeigen und wohl wissen, dass sie fotografiert werden, das toll finden. Das ist auch wieder so ein Phänomen. In der Gruppe, wenn so eine Gruppe kriegt eine Dynamik, wenn Grenzen überschritten werden. Je mehr so eine Grenze überschritten wird, zum Beispiel was Gesetze angeht, ne, Hitlergruß zeigen und so, umso mehr wächst diese Gruppe zusammen. Das ist so ein ganz, ganz, ganz blöder Gruppenprozess. Und da will jeder noch ein bisschen mehr die Grenze überschreiten, das Erlaubten, als der andere, um zu zeigen, guck mal hier, ich bin noch toller, ich bin noch, das passt zu dem, was du gesagt hast. Also die werten sich natürlich dann gegenseitig auf. Richtig. Und dann haben die das Gefühl, so wir gegen die anderen. Mhm. Und dann ist das so ein. Das ist der absolut, das ist aber auch ein natürlicher Gruppenprozess. Also du alleine mit einer Freundin oder du allein mit einem Freund in der Gasse nach dem Gesöff in Mallorca, du talkest ja nicht so sehr und grüllst nicht so sehr laute Lieder, als wenn du jetzt mit 6 Freunden unterwegs bist. Ganz blödes Beispiel, ganz einfach. Das ist so, je mehr du mit mehr Leuten du zusammen bist und fühlst dich auch noch in der Gruppe wohl, umso mehr setzt das diese Gruppenprozesse in Gang und umso mehr kapselt man sich auch von der Außenwelt ein bisschen ab und fühlt sich dann mit anderen gleichgesinnt. Und du gibst auch die Verantwortung für dein Tun ab. Alle anderen machen es ja auch. Also warum? Also ist doch normal. Also, was natürlich immer so, was so erschütternd hinterherlässt, ist immer so dieses, oder was mich so erschüttert daran ganz persönlich, ist, dass ich denke, wir haben heutzutage, wir sind doch in einem, eigentlich, wir leben in einem friedlichen Land. Wir haben so vieles, wir haben solch Glück, im Frieden zu leben. Wir haben Ausbildungsstätten, wir haben medizinische Versorgung, wir haben einen Sozialstaat, wir haben so vieles. Und trotzdem wird gemeckert und gemosert und es ist allen nicht recht und alle. Das heißt nicht, wohlgemerkt, dass ich dafür bin, dass jetzt alle sagen, in Dankbarkeit der Niedersinken und sagen, oh, ist alles so schön. Aber dieses Aggressive und dieses Gefühl, es wird einem ständig was weggenommen und man muss mit den Ellbogen auskeilen, manchmal lässt mich das so ein bisschen erschüttert zurück, weil ich dann immer denke, wofür jetzt eigentlich? Also wie, da ist doch schon so viel da. Also ich kann ja für Gerechtigkeit kämpfen, ich kann für mich einsetzen, für das Abschaffen von Ungerechtigkeiten. Ich kann mich für Schwächere einsetzen und ich kann vieles anpacken und mich für vieles engagieren. Aber warum muss ich denn rumbrüllen und aggressiv gegen etwas vorgehen, gegen eine Gruppe von Menschen, gegen ich weiß gar nicht, gegen was alles? Das habe ich nicht, das verstehe ich nicht. Und das ist eben wahrscheinlich dann doch der Unterschied zwischen aggressiven Menschen oder sowas oder Menschen wie mir. Und da kenne ich eben auch reichlich viele Leute, auch hauptsächlich Frauen, die völlig erschüttert sind und sagen, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich würde auf die Idee gar nicht kommen. Ich mache mir Gedanken darum, wenn ich in einem Gespräch jemand anderen verletze. Wie komme ich auf die Idee, jetzt irgendwo auf einer Straße zu stehen mit einem Knüppel in der Hand? Also diesen Weg, der ist so weit. Ich verstehe, dass es das irgendwo gibt, wenn die Ungerechtigkeiten überhand nehmen. In Ländern, in denen es wirklich Drangsalierungen, Folter, Verfolgung gibt, dass es da zu solchen Hilflosigkeiten kommt und solcher Verzweiflung, dass es dann irgendwann, wenn man schon fast alles verloren hat, egal ist und dass man dann kämpfen will und dass ich mir dann vorstellen könnte, ich bin nicht naiv, dass ich dann irgendwo mit einem Knüppel rumrenne, das kann ich
könnte ich mir unter bestimmten Umständen eventuell sogar vorstellen. Aber hier, jetzt, ist es mir schleierhaft. Ja, vielleicht, und ich habe immer noch, als Kind, weißt du noch dieses Bild, wir saßen noch fassungslos vor dem Fernseher, als wir noch so alte Aufnahmen von diesen AfD-Typen da gezeigt wurden, wo dann aus der Gruppe heraus skandiert wurde, so ersaufen lassen, als es darum ging, wie soll man mit Flüchtlingen und mit Bootsflüchtlingen umgehen. Ja, und das hat nachher ja keiner gesagt, als dann nochmal nachgefragt wurde. Ne? Ja, also wirklich. Und ich glaube, all diese Menschen, also behaupte ich jetzt einfach mal, haben überhaupt keine Erfahrung mit Flüchtlingen, sowieso nicht. Gerade was jetzt der Osten Deutschlands angeht, viele von denen, die da aufgewachsen sind zu DDR-Zeiten, das war abgeschottet. Da waren Flüchtlinge, viele kamen vielleicht mal aus, weiß ich nicht, aus Russland, nicht Flüchtlingen, Ausländer aus Russland oder Leute, sonst wo. Die dort studiert haben. Aber ansonsten, die haben ja überhaupt keine Erfahrung damit. Und ich behaupte auch, in dem Moment, wo ein Mensch mit einem anderen, mit einem Flüchtling, mit einem Schwächeren Kontakte hätte und den und dem auch als Mensch begegnen würde, der würde nicht sagen, ersaufen. Oder lass sie doch, ist doch egal, die bringen uns doch sowieso nur irgendwie, wollen nur unser Geld und dieser ganze Quatsch. Aber das war eben auch der Schutz der Masse wieder auf so einem Platz. Ja. Das geht unter, ne? Ersaufen, ersaufen, das ist ein guter. Wenn man hinterher die Leute auf dem Platz fragt, war es keiner. Ja. Ist ja immer so, es will ja hinterher keiner gewesen sein. Und schon sind wir da. Ne? Das ist immer, ja. Ne? Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kommt. So, Herr Brecht. Herr Brecht hat ja dazu sowieso viel, viel kluge. Denk an Mutter Courage. Mhm. Ja. Sagt nein, ne? Ja. Das sind solche Sachen, das ist so für mich nicht nachvollziehbar. Keine. Einfach nicht nachvollziehbar. Ich will das nicht. Und eigentlich schäme ich mich auch, in einem Land zu leben, wo sowas jetzt wieder möglich ist. Mhm. Was für ein Bild ist das im Ausland? Fimmel nochmal. Ist doch klar, jeder, der das sieht, sieht wieder diese braunen Gestalten da, die Springerstiefel, die Hitlergrüße und ähnliches. Dass natürlich der rechte oder im rechten Flügel mal angesiedelte Wähler, dass der dann irgendwann zur AfD schwankt und dann Dormein sein Kreuz macht, weil er so unzufrieden ist. Ja, aber die Chance, die jetzt wieder auch ganz rechte Nazis und so weiter sehen, sich damit einzufummeln und da diesen Schwung mit zu benutzen, das muss denen ja auch klar sein. Ja. Also, wie ja jetzt auch so ein bisschen passiert. Es ist so ein, also mir ist das nicht geheuer. Und ich kenne eben auch Alte oder ich höre von älteren Leuten, die eben auch den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, die wirklich auch Angst haben. Ich weiß, in Chemnitz haben ältere Leute Angst, auf die Straße zu gehen, aber es gibt hier eben auch woanders auch Menschen, die Angst haben davor, dass es wieder so eine braune Brut gibt. Ne? Stell dir vor, ne, in Chemnitz, dann sind da wirklich diese Typen durch die Straßen gegangen und jeder, der irgendwie ein bisschen ausländisch aussah, wurde angemacht, wurde zum Teil täglich auch angegangen. Ganz, sind wir wieder so weit, dass du nachts Angst hast als ausländisch aussehender Mensch. Ja, und das Straße ist ja immer das Problem. Was ist der nächste Schritt? Das ist ja das, was wir kennen. Gewalt eskaliert meistens. Solche Situationen eskalieren, die gehen weiter. Wo ist Schluss? Also, wer ist der Nächste? Also im Moment sind es noch ausländisch aussehende Menschen. Das kann aber auch jemand aus, ich weiß nicht wo sein, der schon in der vierten Generation hier lebt. Ja. Was weiß ich, der sieht mal gerade so aus. Was ist das? Nur vom Aussehen her? Das haben Diktaturen rund um die Welt schon gebracht, solchen Mist. Das wurde hier schon fabriziert. So. Ja. Und jetzt sind wir also bei Ausländern und dann der nächste Schritt, wieder irgendeine Glaubensgemeinschaft, sind wir ja schon bei Muslimen. Und dann der nächste oder... Wann sind es dann wieder Frauen oder sind es dann wieder Schwule oder sind es dann wieder so? Auf wen machen wir Jagd? Also, und deswegen auch finde ich gut, dass wir heute dieses Thema, weil es ist super aktuell und ich finde auch in unserem bescheidenen Rahmen wirklich deutlich zu machen, nee, finden wir erstens generell, also so überhaupt gar nicht gut. Zweitens wirklich Nein sagen. Also das, was Bert Brecht oder Konstantin Wecker hat auch ein Lied dazu gesagt. Nein, wenn sich das wieder zusammenrottet, nee.
ist nicht. Gilt für rechts natürlich, gilt auch für links. Also da gibt es auch unter diesen Linken, die Demonstranten mischen sich dann auch wieder Krawallmacher rein, die dann sagen, okay, jetzt hauen wir mal so richtig mal auf den Putz hier. Naja, also vielleicht ist es das, was jetzt hier so ein Frühstück bei Psychologen dann ausmacht. Wir sind Psychologen. Das bedeutet, wir machen das über wir beschäftigen uns mit dem Kopf. Ja. Und das bedeutet, dass wir uns damit beschäftigen, wie Menschen ticken und warum sie da in solche Situationen geraten, warum sie dann sowas sind. Aber wir können natürlich auch andererseits in unserem Rahmen eben auch sagen, man kann schon im ganz Kleinen anfangen, indem man eben vorsichtig mit Gewalt ist, was man vorlebt, wie man miteinander umgeht, was die Kinder mitkriegen, was die Umwelt mitkriegt, was der Partner mitkriegt. Im Kleinen, wenn wir anfangen oder wenn wir dabei bleiben, sagen wir so, miteinander vernünftig umzugehen, innerhalb der Beziehung, innerhalb der Bindung, dann schaffen wir es ja, eine stabile Familien zu bilden, stabile Beziehungen, Bindungen aufrechtzuerhalten, die freundlich sind. Ich kann nett mit der Verkäuferin klönen. Ich kann ganz nett im Fahrstuhl mit jemandem sprechen, auf eine normale, vernünftige, erwachsene, nette Art. Ich kann um mich herum Feinde sehen, ich kann aber auch um mich herum Mitbürger sehen. Es ist eine ganz einfache Entscheidung, die ich für mich treffen kann. Kann ich ganz einfach mal so machen. Und dass ich dann nach dieser moralischen inneren Entscheidung lebe. Und mir sage, ich möchte das so, ich möchte das einfach genau so handhaben. Ich möchte mit den Menschen fröhlich umgehen. Und ich habe so einen Spruch, den ich mir überlegt habe, das ist so mein Motto für dieses Jahr. Ich möchte mich in dieser Welt wohlfühlen und es liegt an mir, dafür etwas zu tun. Oh, schön. Kommt der von dir? Ja, es ist meiner. Oh, ja, den habe ich echter hier Annika. In mein kleines Büchlein hier getan. Der ist aber schön. Ja. Und ich weiß, die meisten sagen, ja, also, aber komm, was sag, machst du? Noch mal, der ist so schön. Komm, ja, nun, ich bin auch noch nicht so wach. Die anderen wahrscheinlich auch noch mal. Wie hast du das gesagt? Ich möchte mich in dieser Welt wohlfühlen. Und es liegt an mir, dafür etwas zu tun. Genau, das heißt, du gibst nicht die Verantwortung ab, sondern du versuchst, deinen Teil dazu beizutragen. Und dann vielleicht noch mal zu unserem Thema offen sein, was andere Menschen angeht, was Kontakte angeht, neugierig sein. Wir beide sind in unserem Leben rund um die Welt getobt und haben... Aber ich wollte eben noch ganz kurz den Spruch erklären. Ja. Entschuldige bitte. Oh Mann. Und zwar bedeutet das nicht, dass ich jetzt klein beigebe und sage, also wenn ich sage, ich möchte mich in dieser Welt wohlfühlen und ich muss dafür auch was tun oder ich möchte dafür was tun, dann heißt es, dass ich auch im Kleinen schon anfangen kann. Das heißt, ich mähe jemanden nieder, ich kann zuhören, ich kann... Natürlich meine Forderung stellen, natürlich kann ich sagen, was ich nicht möchte. Aber ich muss nicht jemanden anbrüllen und zuschlagen. Und ich muss auch meinen Mann nicht verprügeln, wenn er das 10. Mal nicht begriffen hat, dass ein Staubsauger auch in eine Ecke geht. Nein, nein, nein. Du meinst denn die Spinnweben? Ja, ich bin noch nicht fertig. Der liebe Gott ist noch nicht fertig mit mir. Ich bin noch in der Entwicklung. Du bist noch in der Entwicklung. Yes. Du bist noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz fertig. Du bist noch klein. Ich arbeite noch. Ach, wer hat es gesagt? Warum musste ich ein Kind noch dazu kriegen hier? Was? Ja. Aber es stimmt. Formulieren ja, dafür einstehen auch. Diskutieren auch. Mit Worten kämpfen auch, aber mit der Faust, nö. Nein. Ich möchte nicht, dass mir jemand sowas tut. Die Situation in meinem Leben, wo mir Gewalt entgegengekommen ist, fand ich gruselig genug. Möchte ich nie wieder erleben. Warum sollte ich das jemand anderem zutun? Nein. Und ich glaube, so wie mir geht das vielen von den Leuten, die zuhören, die auch fassungslos sind, weil sie das gar nicht so nachvollziehen. Weil sie sagen, das findet in meinem Leben gar nicht statt und das will ich auch nicht. Also was können wir dagegen tun? Ja, hier schon anfangen. Nicht. Und wenn ich irgendwo eine Ungerechtigkeit sehe, dann rausgehen. Nicht mit sich reinziehen lassen. Rausgehen aus so einer Sache. Handy nehmen, Polizei rufen. Bei irgendwelchen Aktivitäten, bei Gewalt. Und sich und nicht auch, reinziehen lassen. Ja. Und auch wirklich dann deutlich, ich habe leider Gottes so ein, zwei Patienten, die sind so ein bisschen rechtsgerichtet und irgendwie fangen die da an, so blöde Schnacks zu machen, so über KZs und sowas, aber ich will es nicht wiederholen, das ist so eklig.
Und da bin ich jetzt nicht der einfühlsame, nette Psychologe, sondern dann wasche ich den aber richtig in den Kopf und sage, also erstens mal alles Quatsch und wirklich Dünnpfiff, was sie da so erzählen. Und das ist auch nicht lustig und ist auch sowas von schwachsinnig. Naja, aber vor allen Dingen ist das so, es ist in deiner Therapiestunde. Ich meine, du kannst immer daran sehen, wie jemand sich verhält, aber bis zu einem gewissen Grad kann man das ja mal sehen und dann auch beurteilen, aber dann kann man auch als Therapeut bestimmen, was in seiner eigenen Therapiestunde los ist und braune Propaganda findet eben nicht statt. Und da würde ich so gerne das, was ich dann so mache, also nicht, wenn einer da anfängt, so blöde rumzuschwadronieren und was gegen Ausländer sagt und ich weiß nicht was, dann wirklich auch den Mund aufmachen und dann sagen, pass mal auf, Hase. So nicht. Ja, weil auch das Ganze ist wesentlich komplizierter. Da müssen wir jetzt ja gar nicht drauf eingehen. Darum geht es auch gar nicht. Mhm. Es geht ja auch wirklich um diese Gewaltbereitschaft und um unsere Ellbogengesellschaft, um die es immer kälter werden. Und darum, dass wir versuchen müssen, irgendwie eine Gesellschaft wiederzufinden, in der wir uns alle ein bisschen wohler fühlen und wo wir nicht immer schielen, wo wir als nächstes übers Ohr gehauen werden und so weiter. Aber das muss natürlich auch von oben an auch einsetzen. Mhm. Also nicht nur von unten. Ich meine, wir können uns jetzt alle bemühen, ohne Ende und freundlich zueinander sein, aber wir könnten natürlich auch mal daran appellieren, dass auch unsere Politiker vielleicht mal etwas netter miteinander umgehen und vielleicht ein bisschen authentischer sind, sodass wir nicht ständig das Gefühl haben, wir werden verarscht. Mhm. Ständig haben wir ja das Gefühl, da hat einer sagt irgendwie, oh, ich habe nichts gewusst, aber im nächsten Moment wird ihm nachgewiesen, alles schon längst da gewesen. Wir fühlen uns ja auch von oben alleingelassen und verarscht. Das heißt, diese Hilflosigkeit, die wir spüren, die jeder von uns in irgendeiner Form spürt, die können wir im Kleinen irgendwo kompensieren, können uns auch ein Umfeld schaffen, in dem wir uns wohlfühlen, aber letztendlich fühlen wir alle doch so ein bisschen so eine gewisse Hilflosigkeit. Und dann müssen wir eben aufpassen, und da sind Politiker genauso gefordert, wie Lehrer, Konsorten, alle Psychologen, dann eben das nicht eskalieren zu lassen, wie es in solchen Orten eben passiert, wo Hilflosigkeit in Aggression umschlägt. Das war doch ein gutes Schlusswort. Genau. Butter bei die Fische. Ne? Ja. Mano, so. Jetzt sind wir so fertig, jetzt legen wir uns wieder hin. Du, ich wollte gerade sagen, wollen wir nicht noch irgendwie noch eine zweite Runde? Es ist Sonntag, ne? Sonntag. Leute. Können doch noch ein bisschen noch. Ja, jetzt haben wir uns alle kollektiv aufgeregt und jetzt haben wir beschlossen, jetzt ist unsere Gewaltbereitschaft sowieso schon längst wieder verpufft. So, der Dampfkessel ist wieder. Der Dampfkessel ist wieder erledigt, das war schon wieder. Nee, wir haben ja gelernt, den gibt es ja nicht, aber es ist so. Mhm. Aber es war schön, mit dir drüber geschnackt zu haben. So. Ja, Mensch. So. Machen wir Schluss? Wir machen Schluss. Okay. Wir legen uns wieder hin. Und ihr macht was aus dem Sonntag. Ihr macht was aus dem Sonntag. Seid nett zueinander. So, seid lieb zueinander und schaltet nächste Woche mit Wochtherapie auf YouTube oder auf unserer Homepage an, wenn ihr Lust habt. Und nun hoffe ich auch, dass ihr alle eine friedvolle Woche habt. Genau. Na, dass es euch gut geht. Ja. Und es gibt das, glaube ich, genügend, worüber man hier nachdenken kann. Und natürlich schreibt uns gerne eure Kommentare, wie immer. Mhm. Rechte Kommentare wollen wir nicht haben. Nicht unbedingt. Nee. So, komm, Schluss hier. Also. Bis dann. Bis nächste Woche. Jo, tschüss.